Soll ich es einfach so stehen lassen und Interpretationsspielraum lassen? Ja, ich wurde schon mal vom Zebra gebissen in den Arm. Wo da ist jemand drin? Ich dachte auch gerade, ist es gut, dass ich da so schnell drauf gekommen bin. Alle meine Lieder. Alle, cool. Alle meine Lieder sind cool. Ja, alle sind cool. Servus, Lina. Servus. Servus. Gutes Spiel. Fair Play. Hallo, Laura. Hallo. Tag. Servus. Wir spielen Wer oder was ist das? Auf dem Bildschirm vor uns werden uns kleine Ausschnitte von Bildern gezeigt, auf denen Personen aus der gesamten FC Bayern-Welt und München abgebildet sind. Wer erkennt, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist, drückt die Glocke und sagt die Antwort. Bei richtiger Antwort darf aus dem Lostopf eine unangenehme Frage gezogen werden, die die Gegenspielerin beantworten muss. Muss? Muss. Okay. Muss. Gibt's einen Joker? Nein, es muss, ist ja fett unterstrichen. Bei falscher Antwort muss selbst eine unangenehme Frage beantwortet werden. Wenn keine von beiden das Bild erkennt, müssen beide eine Frage beantworten. Haben wir es verstanden? Ja, oder? Ja. Ja. Klar. Klar ist gar nichts. Also. Okay. Und? Jovi. Ja, es muss erstmal entschieden werden, wer zuerst war. Ich war zuerst. Okay, Jovi. Bist du schon aufgeregt? Ja. Welche Geschichte aus deiner Kindheit wird bei Familienfeiern oft über dich erzählt? Ich habe eine richtig peinliche. Also ich wurde mal tatsächlich vom Zebra gebissen, als ich... Soll ich es einfach so stehen lassen und Interpretationsspielraum lassen? Ja, ich wurde schon mal vom Zebra gebissen in den Arm. Lea Schüller. Wer von den FC Bayern Frauen würde am ehesten Urlaub am Ballermann machen? Da lacht sie schon. Ich würde sagen Lina Magul und Caro Simon. Ich würde sagen, wir haben mehrere Kandidaten. Ja, ich nehme euch beiden. Ich würde mitgehen. Ja, das ist mir klar. Wen würdest du denn noch sagen? Julie, Clara, Sid. Ja, aber ihr würdet die Truppe anführen. Ich habe gar nichts gesehen, es hat es muss es ein bisschen kippen. Sidney Lohmann. Ja, toll. Das ist jetzt halt blöd für dich gelaufen. Ja, meine Güte. Wenn dir eine Teamkollegin die Haare schneiden müsste, wen würdest du auf keinen Fall wählen? Sidney Lohmann. Weil die hat Clara Bühl schon mal die Haare geschnitten. Weißt du noch in der Da war ein Loch im T-Shirt deswegen. Zadi. Oh. Ja, du hast es schon gesagt, aber ich war. So, ich sag's Sadi. Die Glocke zählt. Ah, du musst die Glocke zählen. Ja, passt. Nicht nur die. Also, darfst du mir eine Frage stellen? Bist du bereit? Wofür hast du mal zu viel Geld ausgegeben? Ich bin eigentlich echt sparsam. Ja, ich auch. Ich gebe sehr viel Geld für Essen aus, aber das ist, finde ich, jetzt nicht schlimm. Aber dein Auto ist das schön. Ja, ich habe sehr viel Geld fürs Auto ausgegeben, ja. Bestimmt. Hast du recht. Dein Auto. Okay, Auto. Das ist unser vom Amos Cup, unsere Trophäe, die wir bekommen haben. Boah, krass, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Was war dein peinlichster Moment in deiner Fußballkarriere? Ja, einmal war ich in der U17 Captain und musste mir am Anfang alle abklatschen. Ich dachte halt, die Spielerin klatscht mich ab. Dabei wollte sich die Schiedsrichterin abklatschen. Ich habe halt übelst dazwischen gehauen. Haben nur unsere Arme uns getroffen. Das fand ich peinlich, weil da ist auch immer die Kamera da in dem Moment. Ja. Gut. Da ist Giovanna Elber im Teppich. Wo da ist jemand drin? Ja, das ist dieses Jubel. Da hat er sich so eingerollt. Ach, krass. Kenn ich gar nicht. Wann war denn das? So lange ist das noch gar nicht her. Das habe ich allein gesehen. Kennst du das denn? Da warst du gerade mal 2 Jahre alt. Habe ich mitgefeiert, war ja auch zu Hause im Teppich. Wer hat bis jetzt beim Einstandssingen am schlechtesten gesungen? So von der Stimmlage her würde ich sagen, war es Franzi Kett, oder? Also. Ja, wir hatten viele schlechte. Ne? Es kann keiner von uns singen. Außer Jule aus der zweiten. Ja, die konnte das war echt gut singen. Schweinsteiger. Was würdest du im Leben nicht noch einmal machen? Mir die Haare rot färben. Weil wir gerade beim Thema Haare schneiden waren. Ja, auf der Klassenfahrt habe ich die mal rot gefärbt. Das war ein Fehler. Linda Daimann. Aber klar, das kennst du.
Welche Songs sind auf deiner Guilty Pleasure Playlist? Alle meine Lieder. Cool. Alle aber meine Lieder sind cool. Ja, alle Lieder sind cool. Nicht peinlich, aber vielleicht so ein bisschen unerwartet. So Heavy Metal Lieder. Ach, ja. Ja, krass, das ist echt unerwartet. Ja. Okay, ja. Bernie? Ich vor allem, du weißt es noch nicht. Ja, sag ich. Ja, Bernie. Ich mit Überzeugung gesagt. Was war die letzte Lüge, die du jemandem aufgetischt hast? Das ist total schwer, sowas, ne? Ja, Gott, ihr hast es jetzt schon ein bisschen länger her, aber das ist, was mir als erstes einfällt. Im Spiel gegen die Schweiz habe ich ja so ein komisches Tor geschossen und da habe ich gesagt, dass es gewollt war, aber es ist eine Lüge. Natürlich war es nicht gewollt, aber in dem Moment haben mir die Medien das alle abgekauft, dass ich gesehen habe, dass die Torhüterin falsch steht, aber es war eine verunglückte Flanke, würde ich mal behaupten. Genau. Ein Hund. Ja, Marlo von Georgia. Yeah. Ja, sieht man doch. Oh, der ist so süß, gell? Ja, ich hab's kurz gesehen. Ich darf. Entschuldigung. Ich möchte einen anderen Zettel. In welchem Schulfach warst du so richtig schlecht und wärst es auch heute noch? Mathe. Die Frage ist, in welchem nicht? Ja, ich bin immer schlecht außer Sport. Mathe. Mathe war auf jeden Fall das Allerschlechteste. Und Bio. Aber Mathe war noch schlechter. Eine Maß. Oh nein. Was ist das? Ich dachte auch gerade, es ist gut, dass ich da so schnell drauf gekommen bin. Wie viele Museen hast du in München bereits besucht? Warte mal. Ich zähle mal kurz. Null. Tatsächlich noch keins. Aus Zeitgründen natürlich. Julie? Musiala. Ich dachte, Julie und Jovi, weißt du, manchmal. Ja. Mann, ey. Auf welches ungesunde Essen kannst du nicht verzichten? Schokolade. Schokolade, okay. Das ist okay. Ja. Das darf man ab und zu. Ja. Verpflichtung von George Stanway und das Foto dazu. An den Tattoos erkennt man einfach direkt. Ja. Wer von den FC Bayern Frauen lässt bei einer Auswärtsfahrt am ehesten etwas liegen? Sydney Lohmann. Eindeutig. Oh, oder Linda auch. Linda, ja, Linda. Linda oder Sid. Ja. Ich dachte, erster kommt vielleicht, wer nimmt, vergisst am ehesten seine Fußballschuhe. Also. Linda und Sid, die würde ich da als erstes nehmen, ja. Karin Danner. Supermensch, ich mag das Spiel. Für welchen Star hattest oder hast du einen Crush? Ja, so halt wie alle David Beckham. Oh ja, ja. Je älter der wird, desto schöner wird er. Ja. Giovanna Elber. So. Ich will nicht. Wer von den FC Bayern Frauen kann in der Kabine so richtig anstrengend sein und warum? Ich würde sagen, manchmal morgens Jovi und Ivana. Wenn man in die Kabine reinkommt und schon ultra laut diese Balkanmusik an ist, da brauche ich dann doch erstmal ein paar Minuten, um anzukommen. Das ist so ein kurzer Zeitraum, wo ich mal vielleicht genervt bin. Das ist so die Gruppe im Bild mit ich, Sari, Carrie und Winnie. Wow! Wer von den FC Bayern Frauen gibt am meisten für Klamotten aus? Entweder Georgia. Ja, ich. Oder. Ja, wahrscheinlich Georgia, oder? Ja. Sonst hätte ich Lini gesagt. Ja, Lini oder Vivi. Aber Lini. Ich bin nicht ganz sicher. Ich versuch's jetzt mal, ne? Ja, halt die Spitze von. In der Kirche in München. ja, die Marienkirche. Frauenkirche. Du zuerst oder ich zuerst? Ja, es war ja falsch. Ja, oder? Jeder eins. Ah, stimmt. Welches richtig kindische Verhalten hast du immer noch? Ich glaube, da gibt es einige. Keine Ahnung, mir macht es ultra Spaß, Leute
anzutippen, auf der einen Seite wegzulaufen oder irgendwie Gras ins Ohr zu... Einfach zu nerven. Am besten ist wirklich im Sommer so ein Grashalm ins Ohr von der Seite und alle denken, man ist da eine Biene oder so und machen ständig so und das kannst du echt bis ins Unendliche. Was war die schlimmste Frisur, die du dir hast schneiden lassen? Da fällt mir was ein, und zwar hat mir Sid in der Corona-Pandemie die Haare geschnitten. Ja, danach hatten sie einige Kanten drin. Wir haben dann auch noch probiert, Stufen reinzuschneiden, aber es hat es nur verschlimmert. Krass, ich dachte, du warst zufrieden. Und letztendlich hat sie noch mein T-Shirt ein Loch geschnitten, auch noch. Also, aber ich habe die Frisur mit Stolz getragen. Also, wir waren auch nicht professionell ausgestattet. Nee, wir hatten eine Herrenschere. Ja, und das war aber nicht mal eine Frisurenschere, war irgendeine kleine Nagelschere. Ja, stimmt. Ja, aber letztendlich, ich habe sie getragen und war dann auch längere Zeit nicht beim Friseur, deswegen... Ist nicht aufgefallen. Das war eine der schlimmeren Frisuren. Karin Danner. Mann! Die Leute wollen doch auch mal was über dich erfahren. Was ist das Ekligste, was du jemals gegessen hast? Boah, weiß ich nicht. Ich würde aber immer noch sagen, rote Beete. Echt? Boah, rote Beete ist grässlich. Allianz Arena. Boah. Was für ein unnützes Talent hast du? Ich kann wie eine Dinosaurier. Also laufen. Das ist cool, das musst du machen. Nee. Doch. Das war nicht in der Challenge. Mal, wie cool, wenn man sowas kann, dann muss man das so machen. Bist du bereit? Ja. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Oh, krass. Das ist gut. Krass. Soll ich das einfach so stehen lassen und Interpretationsspielraum lassen? Ja, ich wurde schon mal vom Zebra gebissen in den Arm. Wo da ist jemand drin? Ich dachte auch gerade, ist es gut, dass ich da so schnell drauf gekommen bin. Alle meine Lieder. Lieder sind cool. Ja, alle sind cool. Gut gemacht, Lindy. Gut so. Tschüss. Tschüss. Danke. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Gut gespielt. Danke.